Ich meine, ich hab zwei Leben in die Welt gesetzt und ich bin mir nicht immer so sicher, ob das klug war. Wenn ich an meinem Hemd rieche, dann eher nicht. Also ich denke mir mal, die meisten von uns sind ihren Eltern ja eigentlich dankbar dafür, dass sie gezeugt haben. Ne? Und wenn man sich so über Alltagsfragen unterhält, wie zum Beispiel, wollen wir die Menschheit retten oder doch lieber Donald Trump noch eine Chance geben, dann werden die meisten sagen, naja, also ich finde es schon besser, geboren worden zu sein, als nicht geboren worden zu sein. Ne? Aber ich meine, woher weißt du das? Warst du mal nicht geboren und dann hat es dir nicht gefallen? Wie willst du das? Stell dir vor, du pflanzt einen Baum und dann kommt einer und sagt, also den Baum, der da vorher stand, den fand ich besser. Und dann sagst du, ja, da stand aber vorher kein Baum. Und dann sagt er, ja genau, und das fand ich besser. Das ist schwierig. Wobei, ich meine, das geht ja noch, ne? Weil da kannst du vergleichen. Du kannst sagen, wie es ohne Baum war und wie es mit Baum ist. Aber beim Leben, da kannst du nicht vergleichen. Du kannst nur sagen, wie es mit Baum ist. Wie es ohne Baum war, kannst du nicht sagen, weil du bist der Baum. Ja, vielleicht, es könnte sein, dass wir unser Leben nur gut finden, weil wir nicht wissen, wie entspannt es wäre, nicht zu leben. Und ich meine, stell dir vor, wo du überall nicht dabei sein musst. Familienfest? Leider verhindert. Weisheitszähne ziehen? Teamsitzung? Wieder abwesend. Naja, also, na, man müsste es halt ausfinden, ne? Man müsste halt jemanden haben, den man vorschicken kann in die Nicht-Existenz und dann wieder zurückholen und den dann fragen, wie es war. Also einer, der in Dienste der Erkenntnis seinen eigenen Baumstamm durchsägt. Das ist riskant. Es müsste ein Pionier sein, ein mutiger Pionier. Einer, der immer zuerst sein will. Mir fällt da eigentlich nur einer ein. America First. Donald Trump. Förster. Ich meine, der hat ja nichts zu verlieren, ne? Aus dem wird sowieso nichts.